Hi Leute, willkommen zu einer neuen Videoübersetzung. Ich bin der Videoonkel. Heute stelle ich mir euch ein weiteres Video von Simon Dan vor, How to Waste a Year on a Flat Earth. Zu Deutsch, wie man auf einer flachen Erde ein Jahr vergeuden kann. Und das geht so. Zwei Astronomielehrlinge beobachten den Mond mit der für die Aufgabenstellung falschen Methode, werten ihre Ergebnisse unkritisch aus, kommen zu unsinnigen Schlussfolgerungen und machen sich am Ende selbst lächerlich. Ganz großer Sport, sage ich euch. Da konnte Simon Dan gar nicht anders, als ihnen eine Abfuhr zu erteilen. Viel Spaß! Wenn mir Videos vorgeschlagen werden, mit denen ich mich beschäftigen soll, dann kommt dieser YouTuber immer wieder vor. Das zweite Keplersche Gesetz durch den Mond widerlegt. Der Mond ist kein Himmelskörper. Der Mond sendet sein eigenes Licht aus. Ja, das war Mr. Thrive and Survive, der Beweise dafür gefunden haben will, dass der Mond kein Himmelskörper ist. Wir haben Flacherdfreitag und mein Name ist Simon Dan. Los geht's. Willkommen alle miteinander. Heute tauchen wir ab in die psychologischen Abgründe der voreingenommenen, paranoiden und ungebildeten Elite für noch mehr Flacherd-Freitagswahnsinn. Ja, heute sehen wir uns ein Video von Mr. Thrive and Survive mit dem Titel »Der Mond zerstört Keplers Gesetze« an. Er bezieht sich da auf ein Video von David Marsh, einem treuen Troll auf meiner Facebook-Page. Beide sind Hardcore-Flacherdler. Doch bevor wir beginnen, fassen wir Keplers zweites Gesetz einmal kurz zusammen. Es sagt aus, dass die Verbindungslinie von einem Planeten zur Sonne in gleichen Zeiträumen gleiche Flächen überstreicht. Das bedeutet natürlich, je näher sich ein Planet an der Sonne befindet, desto schneller bewegt er sich. Sieht man gut in der Animation. Wenn wir die Punkte der Umlaufbahn, die gleiche Zeitabstände darstellen, verbinden, dann ist die Fläche, die von ihnen überstrichen wird, auch die gleiche. Soweit anerkannte Astromechanik. Dann schauen wir mal, wie Mr. Thrive and Survive und Dave 400 Jahre alte Wissenschaft widerlegen. Hallo alle zusammen, hier ist Thrive and Survive am 13. September 2018. Wir beziehen uns wieder einmal auf ein Video von David Marsh. Link findet ihr unten. Dave Marsh hat bereits in einem früheren Video von mir die Gravitation widerlegt. Ich spiele jetzt nicht sein komplettes Video, sondern nur den Teil, um den es mir hier geht. Schaut unten in der Beschreibung, wenn ihr die Details wissen wollt. Wir werden jetzt hier zeigen, oder besser gesagt, er zeigte, bestätigt durch timeanddate.com und andere Websites, dass seine Daten mit deren Daten übereinstimmen. Und das alles zerstört das zweite Keplersche Gesetz der Planetenbewegung. Nur um das jetzt mal klarzustellen, Dave Marsh hat ein Jahr damit zugebracht, den Mond zu beobachten und er hat dieselben Daten bekommen, die er auch von timeanddate.com bekommen hätte. Die Idee hat er doch von vergeudenwirdocheinjahr.org. Und die Schlussfolgerung ist, dass der Mond kein Himmelskörper ist, oder dass das zweite Keplersche Gesetz Unfug ist, oder beides. Na sicher, ein Typ aus Großbritannien mit null wissenschaftlichen Hintergrund widerlegt erst die Gravitation und jetzt zerstört er die Keplerschen Gesetze und auch gleich den Mond. Und dann kommt Mr. Thrive and Survive daher und bildet sich ein, er könnte das alles auch noch erklären. Und alles das mit den intellektuellen Fähigkeiten eines leeren Marmeladenglases. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ihr werdet die Beweise in diesem Video sehen und es wird wohl nicht mehr als 10 bis 15 Minuten dauern. Hier sehen wir, machen wir die Grafik erstmal etwas größer und schauen, ob wir die da wegbekommen. Was wir haben, ist, was immer für ein Himmelskörper das jetzt sein mag. Das ist jetzt die Erde und der Mond, das funktioniert genauso, also Erde und Mond. Wenn der Himmelskörper am weitesten weg ist, also im Apogeon, dann ist die Gravitation, also seine Umlaufbahn hier, und das hat Kepler wohl in den Jupiter mit der Mond rausgefunden, und möglicherweise ist Kepler deswegen auf das hier gekommen, ich weiß nicht, ihr könnt euch die Geschichte ja selbst heraussuchen. Kepler war ein großer Mathematiker. Er hat seine Gesetze mit nichts weiter als Beobachtung und Mathematik entwickelt. Seine Beobachtungen waren hochpräzise, und die Geschichte dahinter ist ein Thema für ein weiteres Video. Aber wegen der Beobachtung in der realen Welt war der Beweis sofort offensichtlich. Man kann jetzt aber das zweite Keplersche Gesetz nicht losgelöst vom ersten betrachten.
Das besagt, dass alle Himmelskörper sich auf elliptischen Bahnen bewegen. Es gibt keine perfekten Kreisbahnen. Am kreisförmigsten ist die Bahn der Venus mit einer Exzentrizität von 0,007. Das bedeutet, dass ihr Orbit im Sonnensystem der Kreisbahn am nächsten kommt. Anfang Januar werde ich eine Unterrichtsstunde zum Thema Astronomiegeschichte im Livestream behandeln. Und diese blau markierte Fläche zeigt, wie langsam der Planet sich hier bewegt oder wie weit er sich bewegt hat. Sagen wir mal, dass das hier einer Woche entspricht. Weil wenn er sich im Orbit weiter bewegt, dann wird er am entferntesten Punkt langsamer und wenn er dann zurückkommt, dann bewegt er sich in einer Woche um so viel mehr weiter. Also bewegt er sich schneller, wenn er näher kommt. Zumindest hat Mr. Thrive and Survive eine grobe Ahnung von Keplers Gesetzen. Beachtet aber, dass die Exzentrizität der Umlaufbahn in seinem Beispiel stark übertrieben ist. Das hier ist das Gleiche. Ihr könnt das Video anhalten, wenn ihr wollt. Schaut es euch in Ruhe an. Ich lasse das jetzt hier ein paar Sekunden stehen. Das hier zeigt den gleichen Sachverhalt etwas anders. Diesmal ist die Erde im Zentrum. Dieselbe Sache, hier ist das Apogeum und hier drüben ist das Perigeum. Interessanterweise sollte der Mond im Perigeum am Himmel so viel größer erscheinen. Doch in Davids Video ist er stattdessen viel kleiner an dieser Stelle. Interessant. Na dann lass mal deine Ergebnisse sehen. Nun, der Mond folgt einfach nicht dem heliozentrischen Modell. Das, was er da macht, nennt er in seinem Video ein Mondrennen. Und er filmte den Mond erst über dem Äquator, dann über dem südlichen Wendekreis, als auch über dem nördlichen Wendekreis. Ich lasse das mal laufen und ihr könnt selber sehen, dass dieses Mondrennen und seine Entdeckung das zweite Keplersche Gesetz der Planetenbewegung absolut zerstört. Am Äquator brauchte der Mond 5 Minuten 20, um durchs Bild zu laufen. Am südlichen Wendekreis brauchte er 5 Minuten 36 Sekunden. Aber am nördlichen Wendekreis brauchte er eine gefühlte Ewigkeit. Es dauerte 6 Minuten 15 Sekunden, bis er mein Bild durchquert hatte. Schaut euch die Zeitdifferenzen an. Das ist gewaltig. Dave, das fundamentale Problem mit deinem Mondrennen ist, dass du da nicht die Bahngeschwindigkeit des Mondes gemessen hast, du hast nur die Rotation der Erde verfolgt. Wir haben hier das klassische Beispiel von jemandem, der in keinster Weise versteht, was da abläuft. Dave, mit deinem Bias, einer flachen, bewegungslosen Erde, hast du dich komplett verrannt und selbst zerstört. Wenn du tatsächlich die Bahngeschwindigkeit des Mondes hättest messen wollen, dann müsstest du im Verlauf einer Nacht seine Bewegung in Bezug auf die Sterne verfolgen. Das ist so ein schlagender Beweis. Wir werden wieder Zeugen dieser Position. Ich musste ziemlich lange warten, also messen wir von genau der gleichen Stelle. Aber wie ihr sehen könnt, hier sind meine Werte vom 5. August. Der Mond brauchte 24 Stunden und 49 Minuten für die Meridianpassage in jener Nacht, damit er also an der gleichen Stelle am Himmel steht. Und dann am Äquator brauchte er 24 Stunden 48 Minuten, also wird er in Richtung Perigeum schneller. Wie gesagt, er wurde aber auch in Richtung Apogeum schneller. In beide Richtungen kann es da aber nicht sein. Unmöglich! Meine Güte, vielleicht weil du die Erdrotation beobachtest, Dave. Ich sag ja bloß. Gemäß der Keplerschen Bewegungsgesetze und ihrer gleiche Fläche, gleiche Zeitformel, sollte der Mond in der ersten Hälfte seines Zyklus schneller werden. Die Änderung in der Geschwindigkeit betrug ungefähr 6%, das gleiche in die Gegenrichtung. Er sollte aber niemals in Richtung Apogeum schneller werden. Das widerlegt Keplers Gesetze. Das ist wohl einer der epischsten Fehlschläge, die ich je gesehen habe. Bringt Erdrotation und Bahngeschwindigkeit des Mondes durcheinander und glaubt, die Keplerschen Gesetze widerlegt zu haben. Das sollte nicht passieren. Unmöglich. Und jetzt sagt ihr wohl, du kannst uns ja schließlich viel erzählen und uns irgendwelche Daten zeigen, wisst ihr? Ich meine, all die Messwerte hier, die lassen sich bestätigen. Als der Mond am südlichen Wendekreis war, brauchte er 5 Minuten 36 Sekunden, um ein Bild zu durchqueren. Und die Meridianpassage in dieser Nacht betrug 24 Stunden 49 Minuten. Am Äquator brauchte der Mond weniger. Er würde also schneller. Er brauchte nur 5 Minuten 20 Sekunden. Und die Meridianpassage brauchte 24 Stunden 48 Minuten. Das stimmt exakt mit dem überein, das ich in der Realität fotografiert habe. Am nördlichen Wendekreis brauchte der Mond
und lange. Um ein Bild zu durchqueren, brauchte er 6 Minuten 15 Sekunden. Und die Meridianpassage brauchte in dieser Nacht 24 Stunden 57 Minuten. Stimmte genau mit dem überein, was ich hier in der Realität beobachtet habe. Globus bestätigt. Obwohl er im Globusmodell aus Sicht der globalen Erde schneller wird, sollte er eigentlich langsamer werden. Wie kann das sein? Ja, die Frage ist doch, wie kann er an beiden Enden der Bahn schneller werden? Das zweite Keplersche Gesetz ist durch den Mond widerlegt. Ja, der Mond ist kein Himmelskörper. Er strahlt sein eigenes Licht aus. Und Thrive and Survive stürzt sich drauf wie Pieman Dan seiner beim Kuchenwettessen. Randy hat hier echte Konkurrenz beim Beweisen des Globus bekommen. Dave Marsh hat die Arena betreten. Ich verlinke Daves Video unten. Dort könnt ihr euch die Beweise selber ansehen. Ein Jahr lang Zeit verschwendet. Da hättet ihr auch eure Sackhaare zählen können. Gut, das wär's dann wieder mit einem Flacherdfreitag. Wieder zwei Flacherdler nach Hause geschickt. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann lasst einen Daumen da und auch ein Abo. Und wenn es euch richtig Spaß gemacht hat, dann klickt auch die kleine Glocke an. Ich bin Simon Dan. Danke fürs Zuschauen. Und nächsten Dienstag schauen wir uns mal ein paar Kunden an, die durch die Zeit gereist sein wollen. Bis dann.